Also eigentlich ist es eher schwierig zu sagen, was mein persönliches Highlight war, weil es so viele Punkte gab, die irgendwie total super waren. Und besonders ist mir da im Kopf geblieben, als ich mit den amerikanischen Studenten auf einem Ausflug war und habe da einen großen Berg bestiegen. Und das war ein großes Highlight für mich, nochmal mehr von Schweden zu sehen und davon zu lernen. Und am Ende auch das Lucia-Fest in St. Eugenia, was wir mitfeiern durften. Es besteht auf jeden Fall Interesse von Jugendlichen und generell von den Menschen in Schweden am Katholizismus. Und so habe ich das dann ja Woche für Woche immer ein bisschen mitbekommen. Ich finde, dass es in Deutschland oft selbstverständlich ist, dass man irgendwie zur Kirche geht oder Katholik ist. Allerdings finde ich es auch wichtig, nochmal wirklich auf seinen eigenen Glauben zu achten und vielleicht, was man vielleicht von Schweden oder von den Schweden lernen könnte, ist, dass man wirklich auf sich achtet und was einem selber am wichtigsten ist und den Glauben so lebt, wie man sich am wohlsten damit fühlt. Grundsätzlich habe ich gelernt, selbstständiger zu sein und das zu machen, was mir am Herzen liegt. Und auch für die Zukunft habe ich jetzt für mich herausgefunden, dass ich auch in dem theologischen Bereich nochmal mehr aktiv werden möchte. Und außerdem bin ich auch in meinem eigenen Glauben nochmal fester und habe herausgefunden, was mir wichtiger ist.